Mein Name ist Ulrike Zuwall und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 32 der Reihe über romantische Liebe in der Literatur des Abendlandes im 18. und 19. Jahrhundert. Und heute soll es um La Femme Fatale gehen. Wir haben gesehen, wie im späten 18. und dann im 19. Jahrhundert neue Menschentypen in die Literatur Europas hineinkommen. Die Frau als Mutter, als Engel, als Kind, der Mann als der Biedermann, der Ehemann, das Genie und auch als der Dandy. Heute wollen wir wieder die Frau in den Fokus der Betrachtung nehmen, und zwar als Femme Fatale, wie sie vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dann entsteht. Was ist das für eine Frau, die Fatale? Das ist eine Frau, die für Männer fatal ist, das heißt verhängnisvoll. Sie ist sexuell attraktiv, erotisch, verführerisch. Sie hat leicht dämonische Züge, da ihre Attraktivität über das normale Maß hinausgeht. Sie hat oft einen manipulativen Charakter, ist schamlos, wollüstig, ohne christliche Moral. Aber vor allem, und das ist das, was sie wirklich so verhängnisvoll macht für die Männer, sie ist nicht mehr nur ein Objekt ihrer männlichen Begierde, sondern sie ist aktiv, selbstbestimmt, selbstbewusst, freidenkerisch, eine Frau, die weiß, was sie will und die eben kein passives Weibchen mehr ist, wie man das eben so gern in der biedermeierlichen und viktorianischen Zeit hat. Sie begehrt und sie steht dazu. Und so kann es gar nicht anders sein, als dass ihr Ende in der Literatur eigentlich immer ein tragisches ist. Der Prototyp der Femme Fatale im späten 19. Jahrhundert ist Carmen geworden, nach einer Novelle von Prosper Mérimée, vertont in der berühmten Oper von Bizet, und Salome von Oscar Wilde. Als historische Person kann man im 19. Jahrhundert eine Frau nennen, die eine berühmte Mätresse geworden ist, nämlich die Venus Noire, Jeanne Duval, eine Haitianerin, die Geliebte von Charles Baudelaire. Alle drei Frauen, wie Sie sehen, stammen aus außereuropäischen Kontexten. Einmal eine Roma, die Carmen, eine Jüdin, Salome, und eben eine POC, eine Kreolin, Jeanne Duval. Sie verkörpern bestimmte Fantasien, Ängste und Wünsche der männlichen Europäer, sind Projektionen von Sehnsüchten, die für die abendländisch-christliche Mentalität aber inakzeptabel sind. Es sind negativ konnotierte Frauenbilder, Fiktionen, Kunstgestalten. Sie entsprechen nicht der abendländischen Realität und schon gar nicht diese Typen, wie wir sie dann eben in der Literatur und auch Malerei kennen, die schöne Zigeunerin. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich diesen Begriff verwende. Das ist selbstverständlich kein politisch korrekter Begriff. Man bezeichnet Menschen, die man früher eben mit diesem Namen bezeichnet hat, heute als Sinti und Roma, und das ist der korrekte Begriff. Aber die schöne Zigeunerin ist ein historischer Begriff und bezeichnet einen ganz bestimmten Literaturtyp und Typ in der bildenden Kunst. Und so muss man sie eben auch im Rahmen dieser Reihe, dieser Serie, dieser heutigen Sitzung so bezeichnen. Sie ist exotisch, aktiv, selbstbestimmt eben und dem Untergehen geweiht. Bevor wir uns dieser Frauentyp zuwenden, wollen wir uns ein historisches Vorbild betrachten, nämlich Jeanne Duval, eine Haitianerin, geboren 1820, gestorben 1862,
Sie ist also wirklich nicht alt geworden. Und sie war Kreolin, halb Französin, halb Haitianerin. Man weiß nicht genau, ob Vater oder Mutter von Haiti stammten. Und sie agierte in Frankreich als Schauspielerin, wurde dann eine Art Escort-Dame für die künstlerische High Society und schließlich Muse von Charles Baudelaire, der sie seine schwarze Venus nannte und 1842 kennenlernte. Jeanne Duval wurde seine Geliebte, seine Muse, sie zog bei ihm ein. Er gestaltete ihre Wohnung so um, dass es auch ihren sogenannten Exotik eben entsprach. Und er kaufte ihr Bauchkästchen und Fußschellen, eben all das, was man von einer Exotin so gewöhnt ist und sich so vorstellt. Sie lief angeblich in der Wohnung immer nackt herum oder wenn, dann nur mit transparenten Nachthemden bekleidet. Charles Baudelaire nannte sie seine schöne Düstere, seine kreolische Sklavin, das Kind finsterer Mitternacht, eine Hexe mit ebenholzfarbener Flanke. Und er hat ein Gedicht auf sie geschrieben, in Les Fleurs du Mal, das heißt der Bilderrahmen, der Rahmen, und beschreibt sie folgendermaßen. Wollüstig schaudernd tauchte sie ihre schöne Nacktheit in die Küsse der Seide und der Laken, und langsam oder heftig zeigte sie bei jeder Bewegung die kindliche Anmut der Affen. Puh, ja, Baudelaire steckte sie mit Syphilis an, verließ sie dann zugunsten einer anderen Geliebten. Jeanne Duval starb vergessen und sie wohnte dann in der Rue de la Femme sans tête, numéro 6, auf der Île de Saint-Louis. Und bis heute bezeichnet kein Schild, dass sie dort gewohnt hat, obwohl sie nun so eine wichtige Frau gewesen ist und ihr Schicksal erwähnenswert und bemerkenswert ist, auch gerade was den Umgang der männlichen Europäer, Künstler mit Exotinnen umgeht. Für Baudelaire war sie eben die Frauheit, die Frau, die es ihm erlaubte, aus diesem bürgerlichen Gefängnis auszubrechen, sich abzukehren von der Spießigkeit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die Freiheit verkörpert. Ja, das fand er eben sehr reizvoll an dieser Frau. Auch genau das kennzeichnet die sogenannte schöne Zigeunerin. Das Bild der Frauen, der jungen Frauen, der jungen Sinti und Roma in der Literatur des 19. Jahrhunderts. Ich betone es noch einmal, das ist ein Fremdbild und ganz gewiss kein Selbstbild der Sinti und Roma, was wir da in der Literatur des Abendlandes vorgeführt bekommen. Ganz kurz zu diesem Typ Frau. Es gibt Sinti und Roma in Europa seit dem 15. Jahrhundert, damals sind sie bezeugt. Und sie haben eigentlich immer ein negatives Bild gehabt. Stereotypien sind entscheidend für sie. Das sind Menschen, die eben auf der Wanderschaft sind, nicht sesshafte, Arbeitslose, arbeitsscheue Menschen, Zauberinnen, vor allem in der Wahrsagerei beschäftigt, Diebinnen. Und vor allem zeichnen sie sich durch Kindesraub aus. Das sind so die Stereotypien, die man antrifft, wenn man auf Literatur über dieses Volk stößt. Und nun kommt im 19. Jahrhundert noch ein weiteres Merkmal hinzu. Sie sind nämlich sexuell äußerst aktiv und wollüstig. Sie sind Begehrende. Sie sind nicht mehr nur ein Objekt der Begierde der männlichen Europäer, sondern sie sind selbst
begehrende Subjekte. Und dieses neue Adjektiv wollüstig erscheint wohl zum ersten Mal bei Heinrich Grellmann 1783. Das sind eben Naturkinder für ihn, die sich durch diese negative Eigenschaft der Wollust auszeichnen. Ganz besonders bemerkbar wird das daran, wenn sie tanzen. Das sind immer sehr, sehr verführerische Gebärden, die sie da dem männlichen Publikum präsentieren. Ihre vermeintliche Heimat wird nun Ägypten und sie werden charakterisiert als Frauen, die schwarze, lockige, lange Haare haben, dunkelbraune Gesichter und auch Arme, schwarze, blitzende Augen. Man kann sagen, generell, wenn sie einmal positiv dargestellt werden, dann stellt sich immer am Ende der Geschichte heraus, dass ihre Eltern keine Roma sind, sondern dass sie von christlichen Europäern abstammen. So eben die Preciosa bei Cervantes, die Mignon bei Goethe und die Esmeralda bei Victor Hugo. Mignon ist eine italienische Grafentochter. Die Preciosa stammt von spanischen Edelleuten ab und Esmeralda bei Victor Hugos Glöckner von Notre Dame, so heißt dieser Roman auf Deutsch, ist das Kind einer französischen Prostituierten. Alle drei wurden als Kleinkinder geraubt von Zigeunern und da taucht eben als ihr Gegenbild auch der Typ der sogenannten alten Zigeunerin auf, das Zerrbild der Jungen. Victor Hugo hat 1831 einen Roman veröffentlicht, der weltberühmt geworden ist, vielfach verfilmt, auch als Zeichentrickfilm, Notre Dame de Paris. Und darin schildert er das Schicksal Esmeralda, der Smaragd, einer Zigeunerin, die immer begleitet wird von einer kleinen weißen Ziege, die vergoldete Hörner hat. Eine leidenschaftliche Frau, begehrend. Sie begehrt einen Hauptmann der Leibgarde, der königlichen Leibgarde namens Phöbus, also er ist benannt wie der Sonnengott, ist aber noch eben doch auch eine schamhafte Person, die durchaus auch keusch bleiben will. Und wie sich herausstellen wird, stammt sie ja eben auch von eigentlich christlichen Abendländern ab. Berühmt ist dieser Roman geworden durch Quasimodo, den einäugigen, buckligen Zwerg, der sie leidenschaftlich liebt, und den verruchten Dompropst Claude Frollo. Esmeralda hat langes, schwarzes Haar, goldbraune Haare, große, schwarze Augen mit samtig langen, schwarzen Wimpern, zierliche kleine Füße, niedlich. Sie selbst ist zierlich und klein. Sie hat eine ganz schmale Taille, die man mit zwei Händen, männlichen Händen, umfassen kann. Und vor allem, sie ist eine Tänzerin und Gauklerin. Wie kann es anders sein? Sie endet am Galgen. Kommen wir zum zweiten Typ der schönen Zigeunerin, Carmen. Prosper Mérimée, ein französischer Autor, gelebt hat er von 1803, gestorben ist er 1870, veröffentlicht 1845 eine Novelle, Carmen. In dieser Novelle geht es um eine schöne Zigeunerin, der Ort ist Spanien, in die der Dragonerleutnant Don José leidenschaftlich verliebt ist. Ihr zuliebe wird er sein anständiges Leben aufgeben und unter die Zigeuner gehen und wird tragisch enden. Carmen selbst arbeitet in einer Tabakmanufaktur. Diese Fabrik ist gekennzeichnet auch dadurch, dass die Frauen, die darin arbeiten, sehr freizügig gekleidet sind aufgrund der Hitze, die in diesem Raum herrscht.
Und Carmen verliebt sich am Ende dieser Novelle in einen Stierkämpfer, einen Torero. Sie ist die Verführerin der Männer, eigentlich wie ein Typ Eva, aber im Unterschied zu Eva nicht die Verführte. Sie ist nicht das Opfer der Schlange, sie ist auch nicht sanft, sondern sie ist fordernd, sie ist selbstbewusst, sie ist stolz, sie ist erotisch und kennt in der Hinsicht keine Scham. Georges Bizet hat daraus eine Oper gemacht, 1875 ist sie erschienen. Ganz berühmt ist das Lied der Carmen in dieser Oper geworden, Habanera. Ich zitiere eine Strophe daraus, die kennen Sie alle, Sie werden dieses Lied in den Ohren haben. Eigentlich besteht die Carmen aus lauter Liedern, die man kennt. Es ist unglaublich, wie viele mitreißende Lieder in dieser Oper vorkommen. Hier eine Strophe aus Habanera. L'amour est enfant de bohème. Il n'y a jamais, jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, prends garde à toi. Ja, prends garde à toi. Das ist so berühmt, ist ja auch fast diese Drohung. Wenn ich dich liebe, dann nimm dich in Acht. Aber wenn du mich liebst, dann liebe ich dich nicht. Ich kenne kein Gesetz. Die Liebe ist ein Kind der Zigeuner, der Bohème, der Vagabunden, der Leute, die nicht sesshaft sind, die auf Wanderschaft sind. Wenden wir uns einem letzten Typus der europäischen Literatur zu, einem Typus, den man die Femme fatale genannt hat. Und zwar der sogenannten schönen Jüdin. Ich beziehe mich im Folgenden auch auf einen Artikel von Anna Dorothea Ludewig, die am Moses-Mendelssohn-Zentrum für europäisch-jüdische Studien über dieses Thema geforscht hat. Und sie beschreibt nun das Bild der sogenannten schönen Jüdin in der Literatur Europas. Und schildert, dass schon sehr früh in dieser Literatur biblische Frauengestalten der Jüdinnen auftauchen. Und zum Teil durchaus mit einem positiven Image, nicht unbedingt immer negativ, aber meistens. Und dann eben gibt es sehr viele antisemitische Anklänge, die wir in dieser Literatur finden. Auch bei Shakespeare, auch bei Lope de Vega. Und vor allem sind sie dann auch geschildert als Monstren. Vor allem Judith, die Holofernes den Kopf abschneidet. Das ist nun wirklich ein Horrorbild geworden für das Abendland und sehr oft abgebildet, auch auf berühmten Bildern, gerade des Manierismus und des Barock. Aber diese schönen Jüdinnen sind wirklich nun Exotinnen, die von den christlichen Männern begehrt werden oder von eben auch ägyptischen Pharaonen, wie eben Sarah, die von einem ägyptischen Pharao begehrt wird. Nun verändert sich dieses Bild im 19. Jahrhundert, als in Europa es zur sogenannten Judenemanzipation kommt. Die Juden erlangen politisch und gesellschaftlich mehr Rechte, werden auch zum Teil positiver geschildert. Sie kennen alle die berühmten Salons der Jüdinnen um 1800, Rahel Farnhagen nenne ich da zum Beispiel, gebildete junge Frauen, die nun auch auf einmal in der Literatur auftauchen, die Wissende sind, zum Beispiel auch bei Walter Scotts Roman Ivanhoe, da taucht eine Rebecca auf, eine wunderbare, wunderschöne Jüdin, die sehr klug ist, sehr wissend ist, gar nicht negativ geschildert, die aber letztlich eben doch untergehen muss,
weil sie sich nicht zum Christentum bekehrt. Neu ist auch im 19. Jahrhundert, dass nun die Diskrepanz zwischen ihren sehr männlichen Taten und ihrer weiblichen Natur betont wird. Eben entsprechend dem romantischen Bild, das die Abendländer von der Frau haben. Eine Frau ist eher ein Opfer, ist passiv, weiblich, während der Mann der aktive Teil ist. Und wenn nun, wie bei Judith, die Frauen aktiv agieren, dann wird das als besonders bemerkenswert im 19. Jahrhundert geschildert. Ende des 19. Jahrhunderts kommt dazu eben dieses sexuelle Begehren, das diese schönen Jüdinnen auszeichnet. Sie sind triebhaft. Und einer der ersten, der das so sehr beeindruckend geschildert hat, als eben ein wirkliches fiktives Bild der Jüdin. Ich bitte, das ist wirklich nur reine Fiktion, Literatur, das, ich denke, dass man das nicht besonders eigentlich betonen müsste. Das hat eben Oscar Wilde geschildert in Salome, 1893 herausgekommen. Und da schildert er eine Jüdin, die vollkommen hemmungslos ist, triebhaft. Das Stück hat einen Skandal hervorgerufen, ist ursprünglich auf Französisch geschrieben. Oscar Wilde, gelebt hat er von 1854 bis 1900, wir werden auf ihn noch zu sprechen kommen, konnte perfekt Französisch. Er schildert eine Frau, die sexuell enthemmt ist, die nekrophil ist. Sie liebt einen Mann, Johanan, der eigentlich mehr ein lebender Leichnam ist in seinem unterirdischen Gefängnis. Sie ist, sie zeigt auch ein krankhaftes Begehren, vielleicht weil eben ein aktives sexuelles Begehren seitens einer Frau nur krankhaft auch sein kann für diese Zeit und hat durchaus eben eine aktive Rolle. Sie verlangt das Haupt des Täufers. Und zwar nun im Unterschied zu ihrem biblischen Vorbild nicht wegen ihrer Mutter, sondern weil sie es so will. Ihre Mutter hatte den Schwager geheiratet nach dem Tod ihres Mannes und das war für die jüdische Gesetze indiskutabel. Und deswegen fordert ihre Mutter den Tod des Johanan, der sie immer deswegen auch angegriffen hat. Und Salome tut es in der Bibel ihr zuliebe. Bei Oscar Wilde tut sie es aus eigenem Antrieb und zwar mit der Begründung, zu meiner eigenen Lust will ich den Kopf des Johanan in einer Silberschüssel haben. Ich zitiere. Das sind skandalöse Worte, die sie dem Täufer Johannes gegenüber äußert. Ich bin verliebt in deinen Leib, Johanan. Dein Leib ist weiß wie die Lilien auf einem Felde, das nie die Sichel berührt hat. Dein Leib ist weiß wie der Schnee, der auf den Bergen Judäas liegt und in die Täler herabkommt. Die Rosen im Garten der Königin von Arabien sind nicht so weiß wie dein Leib. Nichts in der Welt ist so weiß wie dein Leib. Lass mich ihn berühren, deinen Leib. Deinen Mund begehre ich, Johanan. Nichts in der Welt ist so rot wie dein Mund. Lass mich ihn küssen, deinen Mund. Ich will deinen Mund küssen, Johanan. Ich will deinen Mund küssen. Diesen Satz wiederholt sie unaufhörlich. Es klingt ja wie eben auch aus, in Anspielung an das Hohelied, also ein sehr erotisches Lied. Nochmal ein Zitat. Ah, du wolltest mich deinen Mund nicht küssen lassen, Johanan. Wohl, ich will ihn jetzt küssen. Ich will auf meinen
auf meinen Zähnen hineinbeißen, wie man in eine reife Frucht beißen mag. Ja, ich will ihn küssen, deinen Mund, Johanna, an. Du sprachst böse Worte gegen mich. Nun wohl, ich lebe noch, aber du bist tot und dein Kopf gehört mir. Ich kann mit ihm tun, was ich will. Ich liebe nur dich, ich dürste nach deiner Schönheit, ich hungere nach deinem Leib. Was soll ich jetzt tun, Johanan? Nicht die Fluten, noch die schwarzen Wasser können das brünstige Begehren löschen. Sie sagen, dass die Liebe bitter schmecke. Doch was tut's, was tut's? Ich habe deinen Mund geküsst, Johanan. Ich habe ihn geküsst, deinen Mund. Schlusssatz von Herodes. Man töte dieses Weib. Ja, ein Skandal in seiner Zeit, eine Frau, die schamlos begehrt, die tötet, um zu ihrem Begehren, um ihr Begehren befriedigen zu können. Ein skandalöses Bild einer aktiven, sexuell aktiven Frau, die eben schon, deren Begehren schon krankhaft ist. Und das ist natürlich etwas, was die männlichen Herzen der Europäer im 18. Jahrhundert mit Schaudern erfüllt, was sie auch fasziniert auf der anderen Seite. Und eine selbstbewusste, triebhafte Frau, die ohne Reue, ohne Scham begehrt, das ist neu. Und das verkörpern sowohl Salome als auch Carmen. Und wie es scheint, eben die schwarze Venus für Baudelaire auch. Wenn man an frühere leidenschaftliche Frauen im Abendland denkt, die, wie sie in der Literatur geschildert werden, zum Beispiel die Phèdre bei Racine, so sind diese Frauen hin und her gerissen zwischen Pflicht und Scham und Leidenschaft und Neigung. Aber weder Salome noch Carmen kennen Scham. Sie wollen nur ihre Lust leben. Und das ist unmöglich, das ist indiskutabel für eine Europäerin. Deswegen projiziert man diese Vorstellung nach außen ins Exotische, auf die nicht-europäischen Frauen. Man lagert sozusagen das Problem aus. Hinzu kommt, dass es in dieser Zeit, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, neuartige Rassentheorien gibt. Das Entwicklungsdenken hat sich ja zum Fortschrittsdenken weiterentwickelt und es war zu einer Biologisierung der Geschlechterrollen gekommen. Es gab nur noch zwei Geschlechter, Mann und Frau. Man hatte das Unbewusste entdeckt, das nun negativ konnotiert wurde als das Triebhafte. Und all das verband man nun mit der Vorstellung von Rassen, Vorstellung, die wir heute vollkommen ablehnen, die leider Gottes aber bis in jüngste Zeit auch bei uns eine so schreckliche Rolle gespielt haben. Und das Ergebnis waren dann eben Frauentypen, Exotinnen aus sogenannten Rassen, die minderwertig waren, die erotisch attraktiv waren, die gefährlich waren, fatal, verhängnisvoll, vor allem für die Männer. Und gerade deswegen, weil sie eben nicht nur Objekte der Begierde, sondern auch selbst agierende Subjekte waren, die begehrt, die Männer begehren. Und das war fatal, auch fatal für sie, denn letztendlich wurden sie dann eigentlich immer von den Männern umgebracht.